Ihr tötet meine Brüder, tötet meine Schwestern. Redet heute von Würde, morgen wird es Schnee von gestern. Müde, müde von den eingeübten Phrasen auf der Bühne. Ihr habt Angst vor schlechtem Wetter, ich hab Angst vor rechtem Terrorauflauf. Schneller vor der Shisha-Bar ist besser, ja, ist besser, sonst landet die Patrone in meinem Neck und mein Gesicht danach mit 8 anderen für 2 Wochen auf dem Sender. Doch am Ende hat sich in Armania nichts geändert. Das war Leitkultur in Hanau. Leitkultur, wir sind das Volk. Ihr seht Einzeltäter oder Psychos mitten im Colt. Ich seh nur, wie es lebt und lebt, euer schönes Schwarz-Rot-Gold. As long as we have AfD in the German parliament, can you imagine we are on demonstration in this time? And AfD is in the office, somewhere in a government office, and we are claiming we want racism to end. When we have AfD, fuck AfD! Der Täter war einer, aber die Medien, die rassistisch über Clans und Romja-Kriminalität berichten, sind viele. Der Täter war einer, aber Polizisten, die rassistische Polizeikontrolle durchführen, sind viele. Aber Polizisten, die Betroffene zu Täter machen, sind viele. Der Täter war einer, aber die schweigende Masse bei rassistischer Gewalt sind viele. Wir sind zum Leben auf diese Welt gekommen. Doch das Recht auf Freiheit wird uns genommen. Von Einigkeit gar nicht zu sprechen. Für Deutschland bleiben wir für immer Fremde. Sie benachteiligen uns strukturell. Sie kriminalisieren uns und am Ende töten sie uns. Was wir brauchen, ist organisierter, migrantischer Antifaschismus. Jetzt! Also weiterschreien, dass Hanau kein Einzelfall, der NSU nicht zu dritt und dass Anouri Jallow verdammte Scheiße nochmal Mord war. Und wenn diese immer selben Menschen nicht hören wollen, dann werden wir dafür sorgen, dass sie die Gesichter von Mercedes, Hamza, Willi Jurel, Said Nesser, Gökhan, Fatih, Karlojan, Ferhat und Sedat in jeder verdammten Straße sehen. Wir werden dafür sorgen, dass sie verstehen, was wir meinen, wenn wir sagen, dass Hanau über alles ist, und wir werden dafür sorgen, dass sie es niemals vergessen werden. Ich weiß, das ist manchmal ermüdend, aber das Schöne sind die immer selben, die zuhören. Die, die, sofern es diese Pandemie zulässt, immer näher zusammenrücken. Und die, die mit allen notwendigen Mitteln dafür sorgen werden, dass wir die letzte Generation gewesen sind, die dieses Scheißsystem ertragen muss. Dankeschön.